Wer von Ihnen ist gerade verliebt? Aha, herzlichen Glückwunsch, ja. Also verliebt sein, diese völlig verrückte Zeit, ja, die gleichzeitig auch die schönste und die intensivste ist, die man sich vorstellen kann, wo man diese Schmetterlinge im Bauch hat und nur diesen einen Gedanken im Kopf, der andere, an diese eine Person, die alles bestimmt, wie wunderbar sie ist, wie klug, wie schön, wie einzigartig und wann kann ich sie endlich wiedersehen. Ich kann es kaum erwarten, wieder in ihrer Gegenwart zu sein und kann die Augen und die Hände da nicht von ihr lassen. Alles um uns herum verschwindet, wenn wir zusammen sind. Ja, denken Sie mal zurück oder wenn Sie gerade verliebt sind, dahin, wie das so war, diese verrückte Zeit, wie das so ist. Das ist schon was ganz Besonderes. Mitten in der Bibel steht ein Liebeslied. Das wird auch das Lied der Lieder genannt. Ein wunderbares Gedicht voller Erotik, die kunstvoll umschrieben und gefeiert wird. Er singt über sie, sie singt über ihn. Sie kann es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Endlich hört sie seine Stimme und da kommt er und er steht schließlich unter ihrem Fenster, nachdem er ihr kraftvoll wie ein junger Hirsch entgegengesprungen ist. Schauen Sie nochmal auf die Rückseite in den Psalm, den wir vorhin gelesen haben. Das ist ein Stück aus diesem Lied der Lieder. Und schließlich steht er also unter ihrem Fenster und sie schauen sich an und tief in die Augen und er lockt sie hinaus, mit ihr in den Garten zu laufen, der natürlich, wie kann es anders sein, im Frühling erblüht, wo die Tauben gurren, was natürlich auch eine kleine Anspielung ist, dass da auch gleich weitergegurrt wird von anderer Seite und alles strotzt nur so vor Frühlingsgefühlen und die beiden freuen sich darauf, sich dort im Frühlingsgarten miteinander zu vergnügen. Also so viel Lust, so viel Erotik, ein Fest der Liebe und kein einziger Satz von Gott. Ja, wie kann das denn sein? In der Bibel, so manche hat das schon geärgert. Viele haben gesagt, das gehört doch nicht in die Heilige Schrift. So mancher jüdische und christliche Gelehrte hat sich darüber geärgert. Aber es ist nun mal drin, dieses Lied der Lieder. Also musste man sich auch damit beschäftigen und es auch irgendwie deuten. Eins ist ja wohl ganz klar, wenn man dieses Lied der Lieder als Teil der Bibel ernst nimmt. Es ist eben ein Text, der ein Fest der körperlichen Liebe ist, der sie feiert und in den höchsten Tönen besingt. Und ein Lied, das Liebe gleichberechtigt beschreibt, auch keine Selbstverständlichkeit. Die Frau singt über ihren Liebhaber genauso wie er über sie. Hier ist keine Spur eines Machtgefälles, wie man noch am Anfang der Bibel hört, du Frau wirst dich nach deinem Mann sehnen und er wird dein Herr sein. Das ist also dieser Text mitten in der Bibel, ist ein solch kraftvoller Kontrapunkt zu aller engstirnigen, verklemmten christlichen Sexualmoral und Leibfeindlichkeit, die Sie vielleicht in Ihrem Leben auch schon mal erlebt haben. Ja, also immer schön lange Röcke und bloß nicht zu weit ausgeschnitten und bloß nicht über Sex reden, erst recht nicht auf der Kanzel. Wie peinlich ist das denn? Ja. Also wenn man aber dieses Lied der Lieder ernst nimmt, als Teil der Heiligen Schrift, dann feiert hier Gott die Liebe. Und zwar auch die erotische, die sinnliche und die gleichberechtigte Liebe als ein wunderbares Geschenk seinerseits für die Menschen und für diese Welt. Kann man nicht bezweifeln. Fast alle Ausleger haben aber noch eine weitere Deutung für dieses Lied der Lieder gefunden. Und ich weiß nicht, ob sie sich dessen meist bewusst gewesen sind, aber sie haben sich natürlich versucht in der Frage, wo ist denn jetzt Gott hier in diesem Text? Und die traditionelle Auslegung in der jüdischen und in der christlichen Tradition ist es zu sagen, Gott ist der Geliebte und Israel ist die Freundin. Ja? Oder wenn Sie so wollen, Jesus ist der Geliebte und die Kirche ist die Freundin. Und wenn Sie gerne modern denken, denken Sie andersherum, ja? Gott ist die Geliebte, ja, und der Geliebte ist die Kirche. Also
Diese Auslegung ist aber, wenn man den Text so versteht, dass hier also Gott, ja, der Geliebte ist, der zu seiner Freundin, zu seiner Kirche, zu uns, ja, zu seiner Gemeinde kommt, dann ist er vielleicht noch gewagter als nur ein Fest der körperlichen Lust. Denn was heißt denn das? Ja, Gott wird als Geliebter, als junger Mann beschrieben, der es gar nicht erwarten kann, zu seiner Freundin zu kommen. Und springend und hüpfend kommt Gott wie ein junger Hirsch, ja, wie eine Gazelle, jung und übersprudelnd voller Lebenskraft. Und still steht er dann erst vor dem Haus seiner Freundin unter ihrem Fenster und er eilt ihr entgegen und gemeinsam stürmen sie also in den Frühlingsgarten. Ja, liest man den Text so, dann liest man hier von einem stürmischen, von einem übermütigen, von einem verliebten Gott, der seine Augen nicht von uns als seiner Gemeinde lassen kann, der sich mit jeder Faser seines Seins danach sehnt, bei ihr zu sein. Tja, also, dass Gott die Liebe ist, das habe ich ja schon oft gehört, ja, aber doch nicht so. Also mehr so, Gott ist wie eine Liebe nach vielen gemeinsamen Jahren auf dem Sofa, vor dem Fernseher. Ich kenne dich gut, bei mir kannst du sein, wie du wirklich bist, zu mir kannst du immer kommen. Eher so. Ich glaube ja, Gott ist auch eine solche Liebe, zart und zahm und beständig und bedingungslos. Eine, wie sie nur nach vielen Jahren von Beziehung wachsen kann. Aber, und das zu wagen, das fordert uns heute dieser Text heraus, Gottes Liebe ist auch anders, ist eben auch wild und leidenschaftlich, wie ein Verliebter. Es gibt viele Episoden in der Geschichte Gottes mit den Menschen, wo er sich wie ein enttäuschter und eifersüchtiger Liebender aufführt, ja? In denen er seinen Menschen nachgeht und immer wieder einen Anfang mit ihnen macht und es gegen alle Vernunft immer wieder und wieder mit ihnen versucht, als wäre Gott verliebt, als würde er keine Vernunft sehen, als hätte er keine Erfahrung gemacht und machte sie auch nie und liebte uns immer und immer wieder wie jung und wild. So recht will diese Erwartung zunächst, fand ich zumindest erstmal, als ich diesen Text gelesen habe, irgendwie nicht in den Advent passen. Wo doch Gott eher so das kindlich unschuldige Kind, ja, das Baby in der Krippe ist, so romantisch mit goldenem, lockigem Haar und so und zart und still. Eben das Baby in der Krippe. Oder wie wir es gerade gehört haben, ja, erhaben und gewaltig, Tochter Zion, freue dich, dein König kommt zu dir. Er zieht also ein mit Macht. Und jetzt aber setzt dieser Text einen, wie ich finde, ganz wunderbaren Konterpunkt dazu. Nochmal hin zu einer ganz anderen Erwartung. Heute gibt es mal kein Kind in der Krippe und keinen König, der einzieht. Heute gibt es mal einen Verliebten. Ein Gott, dem wir den Kopf verdreht haben, der nichts anderes denken kann, als endlich zu uns zu stürmen, der uns so ansieht, als wären wir der kostbarste und schönste Mensch auf der Welt, das Einzige, was für ihn zählt. Und Gott kommt auch so zu uns. Das erzählt uns diese Geschichte, das ist auch Advent. Denn in dieser Art des Kommens als Geliebter und Verliebter, in dieser Art des Kommens, finde ich, steckt nochmal eine ganz andere Form von Kraft. Denken Sie mal zurück, ja, als Sie richtig verliebt waren in Ihrem Leben, oder wenn Sie es gerade singen, denken Sie mal dran, ja, was das für eine Kraft, ja, für eine Energie in Ihnen hervorruft. Wer verliebt ist, den reißt es so richtig raus aus der Dunkelheit, aus der Depression, der wird ganz neu erfüllt von Tatendrang und ist voller Energie. Und wer verliebt ist, den zieht es auch weg von sich zu dem anderen hin, raus aus der Einsamkeit, rein in die Gemeinschaft. Und so finde ich, bringt Verliebtsein auf zauberhafte Weise Freude und Schönheit und Hoffnung zurück in die Welt, so wie es kaum etwas anderes kann. Und es ist diese Kraft, die der verliebte Gott im Advent mitbringt und mit der er uns anstecken will. Amen. So geht in diesem zweiten Adventssonntag unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden.